Oh, warte, ich glaube, das ist ein bisschen laut. Besser? Besser. Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Wieder Retro. Zwei Tage nach dem anderen Upload, also bis jetzt halte ich mich dran. Zweites Video. Ich hoffe, dass ich das mich dran halte. Dass ich das nur vergesse oder sich der Upload abbricht. Hätte ich mal nichts gesagt. Aber ich lasse natürlich, ne, wer das letzte Video gesehen hat, ich lasse mir die letzte Runde nicht auf mich sitzen. Darum noch eine Runde Set. Danach werde ich mal ein bisschen variieren. Mal ausnahmsweise. Ne? So, mal andere Champions reinbringen. Mal etwas. Mal gucken. Ich lasse mir was einfallen. Vielleicht könnt ihr euch auch mal was wünschen. Da kamen auch ein paar Wünsche durch. Ab und zu so, kannst du mal Weil spielen? Das war, glaube ich, ganz am Anfang. Habe ich nie gemacht. Ich glaube auch, weil ich den Champion da noch nicht hatte. Ich habe ihn auch noch nicht so lange. Aber, na gut. Ich kann jetzt natürlich auf Wünsche eingehen, weil ich habe keine Ahnung, was ich spielen soll. Müsst ihr sagen. Vielleicht auch wieder Zed. Ja, aber auch. Ich hatte ja mal das Gefühl, ey, komm, Junge. Du kannst doch nicht so oft Zed bringen, ne? Kannst du nicht machen. Aber als so einige unter einigen Videos geschrieben hat, komm, mehr Zed, wir wollen mehr Zed sehen, dann habe ich auch mehr Zed gebracht und. Oh. Sind aber schon weit im Game vorangeschritten. Okay, ich spiele gegen Talon. Natürlich erstmal geskillt, bevor ich überlegt habe. Könnte man eh skillen. Da ist jetzt natürlich wieder mit aufnehmen und so. Bin ich nicht so ganz konzentriert. Ja, ich hoffe, das fängt jetzt nicht an zu laggen hier. Wäre blöd. So, ich versuche jetzt natürlich wieder. Okay, sollte er so nicht machen, wieder ganz konzentriert zu spielen. Ich habe schon zwei Minions gemisst. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich wollte eben da irgendwas sagen, habe das aber vergessen. Warum ich Wegeskillt habe, fragt mich nicht. Predige doch immer. Skillt die eh. Gegen Nahkampf-Champions. Okay, die Gegner haben Lee Sin. Okay, da muss ich aufpassen, Mölliger. Also Lee Sin ist ja so ein Champion. Ich mag den nicht so gerne, auch überhaupt nicht im eigenen Team. Klar, er ist laut ProGamer einer der stärksten Jungler, die es gibt. Ich habe aber damals schon häufig gesagt, dass ich finde, dass er der schlechteste ist. Ist natürlich Bullshit. Wahrscheinlich auf meiner Elo spielt ihn halt keiner so gut, dass es halt, ne, wirklich wehtut. Was machst du hier, ha? Tschüss. Tschüss. Was war das, du? Was war das? Machst du mir nicht nochmal? So, das kommt mir hier gar nicht ins Gebäuschen. Nee, Spaß beiseite. Macht das nicht, wenn ihr Talon spielt. Springt nicht in Zed rein. Macht das nicht. Das ist euer Tod. Das finde ich immer recht witzig, dass sich da so viele überschätzen. Auch so... Oh. Ah, scheiße. Ich habe nicht schnell genug reagiert. Ihr wusstet, was ich vorhatte, ne? Ja. Das war ja wohl klar. Oh nein. Oh cool. Na okay. Energie war ein bisschen im Mangel, aber... Ah, schade. Hätte ich schneller reagiert und wäre mit in den Tower. Also, manchmal habe ich das auch, dass er trotzdem, dass ich die Kur eigentlich... Dass ich abgewartet habe, bis er bei mir ist und dass ich dann flashe, dann kommt er mir trotzdem noch hinterher. Und das ist manchmal auch ein bisschen komisch, weil ich den habt ihr bestimmt auch manchmal. Ganz ehrlich, ne, wenn mich etwas ankotzt, dann ist das die neue Shop-Range. Na gut, ist natürlich jetzt überhaupt nicht schön, dass hier Talon einen Double-Buff hat. Farm. Bin ich etwas voraus. Ich habe auch die dicke Minion Wave. Und ich habe zwei Kills. Nice. Ich weiß auch nicht, ob ich eben überhaupt irgendeine Chance gehabt hätte, Talon zu töten. Jetzt hat er natürlich Blue Buff und alles. Jetzt wird das ein bisschen nervig. Aber ich habe Brutalisierer.
Das darf er nicht unterschätzen. Aber ich sein Blue Buff auch nicht. Ja, nochmal zu Lee Sin. Ich war noch nicht fertig mit ihm. Ich fand ihn halt einfach mega kacke. Weil in meinem Team haben sie halt immer gefailt und der wird halt im Late Game wirklich schlechter. Das ist halt einfach so. Da schluckt er ganz schön. Ja, und ich finde, er ist ein riskanter Pick und ich mag riskante Picks irgendwie nicht. Wenn du halt gezwungen bist, mit einem Champion was zu unternehmen, und ich werde jetzt zwar Ulti skillen, aber ich werde ihn nicht ulten, dann fühle ich mich immer so unter Druck gesetzt und keine Ahnung, es ist nicht schön. Entweder du gehst halt richtig ab mit ihm oder du verkackst es. Oder spielst halt ganz normal konstant, bist aber nicht herausragend. Und lange nicht so useful wie halt andere Champions im Jungle, ne? Wenn du halt nicht herausragend spielst. Vielleicht hatte ich selber einfach noch nie so einen richtig überzeugenden Lee Sin in meinem Team. Vielleicht ändert sich dann meine Meinung. Aber ich mache jetzt gleich mal Sneaky Move. Okay, er geht weg. Er hat so schon Angst. Ich wäre sonst zu meiner W hingesprungen. Ah, ich liebe es als erst. Ah, wird er jetzt Level 6? Nee, wird er nicht. Lol, was macht er da? Ist es sein Tod? Wenn er wartet, ist es erst recht sein Tod. Tschüss. Hab zwar nicht perfekt gespielt, lange nicht, ich weiß. Aber Nunu kam ja auch zu Hilfe und was war das für ein Sinn? Also seht ihr, er spielt nicht herausragend und dann kriegt er gleich aufs Maul und keine Ahnung, kann sich verkriechen gehen in seinem Jungle. Braucht nie wieder rauskommen. Sind wir natürlich leid an alle Lee Sin Mains von euch. Ich möchte euch damit natürlich nicht runter machen. Jetzt ist es halt ein Champion, der hat halt Potenzial ohne Ende. Das, was man auch teilweise auch bei den World Finals gesehen hat. Auch die legendäre Leistung von Shock. Die einzige, die ich gesehen habe von Alliance. Oh, ist er abgegangen, ey. Meine Fresse. Oh, es laggt ab und zu. Ich hoffe, das sieht man im Video nicht so heftig. Ich weiß gerade auch nicht. Oh. Ich weiß gerade nicht, warum das ab und zu ein bisschen laggt. Oh, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, mal wieder so aufzunehmen. Ich weiß, dass Lee Sin da irgendwo ist, deswegen werde ich jetzt hier warden. Talon ist aber auch Level 6, den Burst darf ich nicht unterschätzen. Ach, Talon, den könnte ich auch mal wieder spielen. Der hat richtig Bock gemacht. Ich habe ja auch diese nicht Follow Me, sondern How to Assassin's Creed Reihe nicht zu Ende gemacht, ne? Ich kam irgendwie nicht dazu, weitere aufzunehmen als die drei und dann kam die neue Season und dann war Kacke. Ja, und jetzt könnte ich mich eigentlich mal wieder ransetzen, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, wo Lee Sin ist. Er könnte seinen Rap-Buff gemacht haben und gleich Midlane kommen. Dann wäre er wahrscheinlich auch schon Level 6 und somit sind die beiden wirklich eine echte Gefahr. Weil zu dem Zeitpunkt sind sie am stärksten, die beiden. Da muss ich halt echt aufpassen, da bringen mir meine zwei Level auch nichts, wenn ich die halt einfach in den Sand setze. Indem sie mich umbürsten. Ich kann ja mal hier ein bisschen gucken. Ich habe da ja noch mein Ward. Okay, der Redbuff scheint nicht da zu sein. Ich weiß nicht, inwiefern ich aggressiv gegen Talon gehen darf. Ich werde es halt einfach mal versuchen. Okay, die wichtige Q hat getroffen. Immerhin. Woran ich gleich auf jeden Fall denken muss, ist Pink Ward gegen Talon. Und immer mit einem Auge auf die Karte wegen Lee Sin. Wegen, er peilt Wegen an. Oh, Lee Sin. Yeah. Lee Sin ist Level 6, wie ich gesagt habe. Ich denke, mein Herz ein. Oh, der Rap-Off scheint gerade gekommen zu sein. Ist jemand hat den gestorben. Uiu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 
Die haben zusammen mehr Schaden. Na, okay, ich bin halt doof reingelaufen. Muss man jetzt so sagen, aber mein Team hat echt gut reagiert. Weiß nicht, trauen sie sich jetzt noch den Drachen zu machen? Oder nicht? Talon könnte kommen, ne? Okay, Soraka zieht die Nüsse ein. Okay. Ah ja. Ja, da ist er. Da ist der schon mal down. Komm. Ich hoffe echt, dass wir den jetzt kriegen. Lol, was machst du denn da? Oh, habe ich schon eingesetzt gehabt, okay. Ich hätte ihn igniten müssen. Ich dachte, ich hätte noch Bilgewater und dass ich das dann halt mache. Und dass er dann stirbt. War, ist jetzt ärgerlich, aber... Naja. Ich habe gerade übelst das Gefühl, dass ich viele Themen anfange und dann so zur Hälfte beende. Tut mir leid, wenn, aber... Ich bin heute ein bisschen verplant. Aber dafür kann ich heute besser spielen. Nicht so wie gestern, ey. Gestern war ja... Nee, vorgestern war das, ja. Ey, vorgestern war echt GG. Das ging gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier gewordet ist durch die ganze Schose. Wenn, werde ich ja gleich merken, nicht? Ja. Verzeiht es mir, wenn ich... Oh, 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 oh. Oh. Man müsste jetzt die Golems machen, müsste da in der Ecke stehen. Oder auch nicht. Oder meine Predictions sind halt einfach scheiße. Ja, dann machen wir das eben so, ne? Die nehmen wir mit. Und hauen wieder ab. Ein schönes Team. Ich spiele auch Teambuilder, wen es interessiert. Ich habe mir einfach mal die Zeit genommen. Hat, glaube ich, auch 10 Minuten gedauert, aber... Es ist halt immer diese Botlane suchen, ne? Ich mag Teambuilder, also ohne Witz. Das ist halt, ich glaube, das hat Dota schon, dieses System, dass man sich seine Rolle aussucht und dann mit anderen gematcht wird. Aber bei LoL ist das halt immer so eine Sache, weil halt 90% wollen Top mit und einer von 1000 wollen supporten, gefühlt. Das wisst ihr ja, brauche ich gar nicht erzählen. Er macht noch nicht viel Schaden, obwohl der Brutalisierer und das komische Teil, ich sollte ihn nicht unterschätzen. Jetzt ist eine gute Zeit, um Geister zu machen. Das muss man immer als Midlaner echt gut abschätzen, wie das geht mit den Dingern hier. Jetzt hat er hier gewartet, da muss ich aufpassen. Es könnte auch nicht Sinn gewesen sein. Ich bin gerade dahin gelaufen, weil ich dachte, ich hätte ein Ward. Ja, stellt sich aggressiv hin. Er fühlt sich im Vorteil. Ich war... Ja, das tut er. Ist er aber nicht. Ist er nicht. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ja, ist halt einfach, ist ein Level unter mir. Ich habe kein Pink Ward, das ist echt ein Nachteil. Und Lee Sin könnte auch Mitte schimmeln. Ist riskant, jetzt hier hinzugehen. Ich mach's trotzdem und es hat nichts gemacht. Oh, jetzt fängt die Zeit wieder an. Darüber habe ich mich schon mal beschwert. ADC ist in meiner Midlane. Naja. Gehen wir mal runter. Thanks you for the great gangs. NP? NP? Ich vermute, ja, die haben hundertprozentig gewordet. Ja, ja. Nee, 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 nee. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Dann möchte ich lieber, dass mein Midlane Tower gedeppt wird. Keiner gesehen, wird rausgeschnitten. Vielen Dank, vielen Dank. Tschüss. Ich wollte nicht wieder auf Ulti kommen und dann zurück. Ich wollte eigentlich nur die W setzen, dann zurück. Aber gut. Ich fick ihn auch so. Ah, vielleicht dadurch, dass ich zurückgesprungen bin, ist es gar nicht so schlecht, weil er konnte nichts machen. Der Bad Buff, den mache ich kalt. Ich mag das so dominant zu sein. Ich finde das toll. Ja. Hey.
Ich flash da nicht rein, ich würde sterben. Das ist es mir nicht wert. Aber er hat keinen Flash. Also beim nächsten Mal kriege ich ihn auf jeden Fall. Ich hole mir jetzt Blade. Und dann auf jeden Fall ein Pink Ward. Naja, und nochmal zu Lee Sin. Was macht er da? Oh nein. Oh, ach zum Glück, das Low hält nur ganz wenig, ganz wenig. Oh, ich hab's fast gefailt. Nochmal zu Lee Sin. Da seht ihr das. Wenn ihr ihn wirklich aus dem Spiel nimmt, er macht halt nichts mehr. Ne? Oder wenig. Das halt, er ist nicht mehr so gut. So, da ich viel am Rumlauf. Ah, die Gegner haben krasses Lows. Ich hole mir die hier. Bin ich auch schneller? Die hole ich mir extra, um schneller umherzukommen. Aber ich möchte halt auch die Slows los haben. Von Talon, von Sin, von Corki, von Lulu. Ja, ich denke mal, das ist gut. Falls mich später der Lulu-Dings dann stört, dann hole ich mir einfach die Mercury. Ich würde halt auch die Mercury in den meisten Fällen empfehlen. Vor allem Late Game, also wirklich sehr wichtig auf Set, da ihr halt wirklich schlüpfrig sein müsst. Ist es nicht, inwiefern das worth ist? Nö. War nicht gut. Ich habe zu lange auf mein Shadow gewartet. Ich hätte es besser machen können, indem ich ulte über die Wand. Das war gut. Blade und alles. Und dann kam halt der Kick. Und da... Das war schon falsch, dass der durchgekommen ist. Hallo. Ich hätte sofort zurückspringen müssen. Und dann die Qs dann. Das wäre das sicherste gewesen. Oder halt zurückjumpen. Obwohl. Na, zurückjumpen nach. Na, ich weiß nicht. Ich hätte auf jeden Fall sofort zurückjumpen sollen, bevor er den Kick rausbekommt. Das habe ich ja hier gelobt, dass er nicht kicken konnte. In der kurzen Zeit. Und da war ich nicht schnell genug. Auch weil ich die W nicht ab hatte. Ich habe halt ein bisschen auf die W gewartet. Das hat halt Zeit gefressen. Das muss ich besser timen. Oh. Die haben Jungler, die haben Jungler. Der will uns den einfach wegsmiten. Ja. Toll. Das war scheiße. Hätte ich aber aggressiver zurückspringen müssen. Okay, jetzt habe ich da nicht so viel gemacht. Der ist aufs Bot weggeflasht. Komm, Rek'Sai, mach was. Ah, nee. Kann ich wenig machen. Ich würde nur Schaden fressen. Diesmal habe ich versucht, sofort wieder zurückzuspringen, damit sie mich halt nicht catchen. Oh nein. Ja, dann passiert nämlich sowas. Och Mann. Also, ihre Entscheidungen sind nicht gut. Der hat vielleicht Skill, aber wow, die Entscheidungen sind bad, das muss ich sagen. Also die sind, sollte sie überdenken. Die hätte einfach den Dragon abbrechen sollen und. Das war halt totale Gülle. Beide den jetzt nicht, weil hier einige sind. Das kennen wir ja, dann kommen die in die Midlane spazieren und sagen mal Hallo. Ah nee, das mache ich jetzt auch nicht. Ich könnte ihn da töten. Ich habe ein Pink Ward, ich habe Ignite. Ich warte noch auf Blade. Versuche ihn mal zu fighten. Schon auch Pink Ward, wer? Konnte da nichts machen. Farm hat nachgelassen. Mehr Farmen. Oh, DC. Hallo? Dammit, ich melde mich gleich wieder.
Ja, keine Ahnung. Das hatte ich letztens auch. Ein 3 vs 3. Bloß jetzt bin ich schlauer. Es hat nichts mit dem Internet zu tun. Ich werde halt einfach rausgekickt. Und dann muss ich das Spiel neu starten. Ein 3 und 3 Ranked habe ich das leider nicht so schnell verstanden, was ich machen muss. Und deswegen haben wir auch verloren. Das waren Diamantgegner, glaube ich. Ja, auch eine lustige Sache. Unser 3 und 3 Team mit Robin, also den Flames und Max. Den Max, den ihr halt alle kennt. Da haben wir auch schon gegen Master gespielt, gegen zwei Master Teams. Ich glaube, das eine ist inzwischen schon Challenger. Das war wirklich krass. Das hat uns auch übelst weggehauen. Das andere haben wir aber besiegt. Ha. Das war ziemlich cool, ey. Das war ein nice Healing. Und ich habe die Pinkbot vergessen. Nice. Das war ein Feeling, ey. Master zu besiegen, Alter. Da fühlt sich schon so ein bisschen wie ein junger Gott. Da haben wir echt das Beste rausgeholt. Ohne Witz. Ich habe keine Wards gekauft, das war auch schlecht. Warum habe ich keine Wards? Gnar ist geht so Beast. Machen sie nicht. Sevier läuft wieder alleine herum. Na gut. Ohne Pinkwort halt, ne? Ich muss jetzt aber was machen, sonst hätten sie mich getötet. Die hätten mich einfach komplett weggehauen. Somit habe ich Talon gezwungen zu fliehen und ansonsten hätten die mich halt einfach angegriffen und getötet. Muss ich machen, tut mir leid. Weil wenn ihr mal überlegt, so habe ich Talon gezwungen zu ulten. Es sah natürlich total fail aus. Also jetzt erstmal, warum ich versuche, mich zu rechtfertigen. Talon war gezwungen zu ulten, weil sonst hätte ich ihn getötet. Er weiß, dass ich so viel Schaden mache. Er weiß, dass ich ihn, wenn er nicht sofort ultet, sofort weghaue. Und deswegen war er gezwungen zu flüchten. Und genau alleine kann so nichts gegen mich machen. Und ja, es war halt sicherheitshalber. Ja, komm, hört auf. Ich weiß. Mann, der Pinkwort hat gefehlt, ich weiß. Mein Gott, jetzt ist doch mal gut. Ich hab gesagt, jetzt ist gut. So. Oh Mann, ey. Nachher frage ich mich, wenn fremde Leute in meinem Haus sind und mich hier sabbeln hören. Schönes Gefühl. Wunderschön. Soraka, lässt du sie mir? Ne, ich denke nicht, dass sie das getan hätte. Ich habe wieder den Pink Ward dabei und. Ah, soll ich splitten? Mein Team scheint so oder so gerade nicht zu groupen. Und Corki kann ich sofort weghauen mit meinen jetzigen Items. Die sind wirklich stark, vor allem zu dem Zeitpunkt. Punkt. Lulu kommt runter. Warum macht sie das? Haben sie hier ein Ward stehen? Ach, schade. Ja, er hat hier gewartet. Ich musste aber rausspringen. Da gab es keine andere Möglichkeit. Oder keine zwei Meinungen. Vielleicht hätte mein Ult-Schaden schon gereicht. Ich hätte früher zurückkommen können. Naja. Was soll's. Schillet-Grupp. Wunderschön. Ja. Warum wir jetzt groupen sollen? Ich habe eben versucht, eine Solo-Aktion zu machen. Hat nicht funktioniert. Wird auch nicht funktionieren gegen das Team. Habe ich natürlich eben erfahren. Dafür wäre ich auch nicht gefeedet genug, um solche Aktionen zu bringen. Vor allem Talon, der kann mich halt immer noch one-shotten. Kann er noch. Ist halt immer noch ein Talon im Midgame. Der wird halt richtig stark. Haben wir jetzt oder die Gegner?
Wir haben zwei, das ist gut. Und deswegen sollten wir gucken, denn wir sind zusammen auf jeden Fall viel stärker als die Gegner. Er geht tanky, das macht er gut. Dieser Abhinden. Oh, ich liebe sowas. Wenn einfach so ein Schaden richtig stumpf kommt. Das ist nicht meiner. Den habe ich jetzt gesetzt. So Schaden einfach richtig stumpf kommt, so eigentlich von nichts. Ich liebe das. An mir finde ich das halt einfach nur lächerlich. Und dann Gegnern finde ich es einfach lustig zu sehen. Und ich kann halt richtig mit denen mitfühlen, wie frustrierend das ist. Och. Raga gönnt sich hier aber einige. Ich kann nicht total aggressiv gehen. Sag mal, wir haben recht. Toplane ist noch so eine einsame Insel. Ich glaube, Gnar wird stärker aus dem Matchup wiederkommen. Stärker. Was ist denn da? So, wieder ein bisschen länger die Stats zeigen, für die, die es interessiert. Ihr könnt jetzt erst Stop drücken, weil ich werde jetzt aufhören. Weil ich mich auf das Game konzentrieren muss. Soraka, ADC, Botlane alleine, super. Oh wow. Geht das wieder los? Wow. Oh wow. Ja, das ist worth hier zu ulten. Finde ich zumindest. Weil dann können wir. Oh. Habe ich gar. Soraka wieder. Super. Habe ich erst gar nicht gesehen, so. Hä? Und dann so, warte mal. Dumm, Pinkwort. Ja, also. Ach, schön. Aber manchmal denke ich an solche Sachen dann auch nicht in diesem Moment. Und dann ist das natürlich super fail. Häufig auch an Kurs. Also ich denke, es kommt einfach darauf an, wie oft man solche Sachen macht. Zum Beispiel auch mit, wenn man halt so Champions spielt, die so total umfangreich sind wie Zed. Natürlich nehme ich immer Zed als Beispiel, ist ja klar. Lee Sin wird jetzt mit, ja, da ist er schon. Interessiert mich aber nicht. Dann muss man halt wirklich alle Möglichkeiten, die der Champion hat, im Kopf gebrannt haben. Das zeichnet auch so ein bisschen diese Mechanical Skill aus. Der erst wenn ich halt wirklich gar nicht lange drüber nachdenken muss, um wirklich alle Möglichkeiten im Kopf zu haben und die beste auszusuchen, dann kann man gut Zed spielen oder andere Champions wie Lee Sin richtig gut oder allgemein. Halt, ob das jetzt das Benutzen von Blade ist oder was weiß ich, whatever. Oder QSS kann ich nicht so gut. Muss ich sagen, also da muss ich halt echt nur üben. Manchmal funktioniert das richtig gut, aber manchmal gar nicht. Und so halt so Pinkboard habe ich. Jetzt hole ich mir den besseren Pinkboard. Und wie gesagt, diese Shop Range. Ich hasse sie. Und zwar hole ich mir das hier. Muss man auch üben, um dran zu denken. Und natürlich auch beim Einkaufen. Eigentlich auch immer zwei Boards. Habe ich jetzt natürlich auch nicht gemacht. Ach ja. Das hier könnt ihr immer benutzen, bevor ihr in einen Fight reingeht. Das hält 15 Sekunden. Ihr müsst es nicht im Fight benutzen. Das kostet nur Zeit und Konzentration. Immer vorher, bevor ihr reingeht, benutzen. Immer. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ah, schade, schade, schade. Oh, na. Ja, ist er schon weg. Da war ich greedy. Na, jetzt spielen wir zusammen und die Gegner, was können die? Okay, ich habe gerade gesehen, dass meine W wieder ab war, aber war. W wieder ab ist. War aber schon zu spät. Nicht, dass ich sie gesehen habe, sondern dass sie ab ist. Natürlich nicht. Natürlich liegt das Fuß schon mir. Aber.
War schon. War kacke von mir, da so nah an Gnaran zu gehen. Dass er das macht, ist klar. Ich glaube, jetzt kommt auch so langsam die Zeit, dass ich wirklich diese Boots hier hole. Warte mal. Kann ich mir gar nicht leisten. Viel zu teuer. Oh. Schaden hat die Olle ja, ne? Ja, wollen wir das mal spannender machen und ich versuche jetzt wieder einen Solo-Run. Okay, zwingen sie nach oben zu kommen. Ich habe keine Worts dabei, das ist schlecht, die hätte ich mir kaufen müssen. Ach Gott, wenn ich am Aufnehmen bin, denke ich lange nicht an alles. Das ist so schlimm. Es tut mir so leid, ey, aber es ist sau schwer. Oh, er hat mich sogar noch gekillt. Okay. Ein gutes 1-on-1. Ich hab wahrscheinlich gesehen, dass ich gedacht habe, meine W wäre ab. Ah, Mann. Das muss ich üben. Naja. War ein faires 1-on-1. Ich bin zufrieden damit. Ich hätte vielleicht schon früher aus dem Tower springen müssen. Ich habe ein bisschen unnötig getankt. Aber ich denke mal, ich wäre so oder so gestorben. Die anderen kamen schon. Ich bin halt selten und nicht gefeedet. Oder was heißt gefeedet genug? Was macht er da? Okay. Ich bin halt nicht stark genug, um die wirklich alle umzuhauen. Ich hau wenn denn einen um, wie man halt auch gesehen hat. Und dann war es das. Ach so, er wollte weg ulten. Ja, ja. Lol. Der Nunu ist echt gut, ey. Komm. Es ist einfach so stumpf. Ich liebe sowas. Scheiße. Scheiße. Ja, die hatten ja Vision auf mich. Ah, scheiße. Lulu. Lulu ist wirklich ein Champion, der kann ADCs so gut protecten. Sehr schön. Nicht so schön. Ich glaube, wir sind stärker. Damit. Den wollte ich eigentlich nicht fressen. Ah. Oh Gott. Na, der ist weg. Talon ist stark. Oh, schade. Talon ist gerade echt stark. Also er kommt mir stärker vor als normalerweise. Macht mehr Schaden als gewöhnlich. Vielleicht ist es auch. Oh, vielleicht ist es auch ein guter Spieler. Einfach ein sehr guter Spieler, kann auch sein. Muss ja nicht immer an den Champions liegen, kann ja auch mal an dem Spieler liegen.
Und ich sperre meine App. Das hat sie wohl vergessen. Hat sie wohl verdrängt. Kann ich verstehen, hätte ich auch getan an ihrer Stelle. Ich hab den jetzt mit Absicht nicht genommen, weil ich mein Orakel abusen möchte. Ja, dadurch wusste sie nicht, dass ich komme. Oder ich hab's gesehen, dass sie es nicht wissen kann, in den Worts. Ja. Moah. Hätte ich anders machen müssen. Jetzt hätte ich halt leider kein Orakel mehr für ihn. Oh, die haben ja wohl Probleme. XD. XD. Ich bin gestorben. Was versucht der? Dich hauen wir auseinander. Alter, der ist tanky ohne Ende. Jetzt kommt der. Alter. Oh, hält er aus. Heftig. Ja, ist halt Gnade. Also er macht jetzt mit dem Bild nicht so krass Schaden. Er macht Schaden, klar, aber er hält halt einfach aus, ne? Darum, ich würde Gnar, wenn ich Gnar spiele, halt wirklich ein AD-Item und dann nur Tanky. Nur Tanky. Brutalisierer, dann Sunfire, Randuins, Scheiß drauf, Geistersicht. Das brauchst du nicht, um Damage zu machen. Recht, wenn du Full Tank gehst eigentlich. Obwohl bei der jetzigen Top-Lane-Meta geht auch mehr AD auf der Top-Lane. Das ist auch nicht verkehrt. Und wir haben den nächsten Dragon. Das ist der vierte. Nice. Der nächste wird brutal. So, ich kann mir KDU holen. Niese. Ich glaube, dann hole ich mir noch etwas gegen AD-Schaden. Das könnte ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Mal so hier sowas hier, ja. Weil die machen doch ganz schön viel Schaden. Da habe ich wenigstens was dagegen. Und kippt nicht um wie Pappe. Dieses Bild hier ist ziemlich brutal, was Damage angeht. Also, ihr dürft in dieser Kombination sind diese vier Items einfach ergänzend und brutal, was Damage angeht. Blade ergänzt sich sehr gut mit Ghost Blade. Und Ghost Blade und Blade ergänzen sich sehr, sehr gut mit KDU. Und das ergänzt sich auch sehr, sehr schön mit Last Whisper. Und den schnapp ich mir. Kann wieder Stopp machen. Ich muss jetzt kämpfen. Hopp. Ah, schade. Zu spät gedrückt. Ich hätte früher drücken sollen. Oh. Ja, er pumpt mich gerade zu Tode. Talon könnte kommen. Ja, tut er auch. Kriegen sie gleich Angst. Okay, von genau muss ich jetzt ein wenig aufpassen. Ich warte ein bisschen ab. Jetzt müsst ihr als Assassine abwarten. Das macht Talon genauso. Ich denke mal, dass er mich abwartet. So, und jetzt geht ihr einfach rein. Ja, easy, ne? Oh, bitte Tower. Oh, der greift. Oh, der hat sogar mich angegriffen. Danke, Soraka. Ihr müsst halt abwarten. Mein Team hat das jetzt fast alles alleine gemacht. Aber selbst wenn, wenn das andersrum gewesen wäre, die Gegner wären so low gewesen und meine wären gerade am Wegrennen, dann hätte die abgeräumt. Seht ihr? Ja, ich denke,
Ich denke mal, ihn habe ich schon ein wenig gefickt. Early Game, dann... Ah, das kann ich gleich erzählen. Und schön Tryhard Mode benden. Also, ich denke mal, dieses Game hatte Auf und Abs. Ich habe mein letztes Game auf jeden Fall wieder gut gemacht. Klar, ich hatte Fails. Aber ich denke mal, dass es vollkommen in Ordnung ist. Dafür nehme ich auf. Dafür habe ich meine Strategie, wie man besser wird. Ich habe ein höheres Niveau. Ich spiele nicht gegen Bronze-Spieler und verkacke gegen die. Ich spiele gegen Platin. Die sind halt auf meinem Niveau und die sind halt genauso gut wie ich. Und da kann ich mich nun mal nicht immer durchsetzen. Wie ein Ass-Spieler. Ich bin ja auch kein Profispieler. Möchte ich vielleicht auch gar keiner werden. Aber wie gesagt, anfangs so ein Auf, das ging ziemlich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die Aktion in der Lane und so. Dann so Middle-Game. Ja, es war so lala, bisschen runter, wieder rauf. Zum Late Game hin war ich wieder zufrieden. Also insgesamt keine konstante Leistung. Das muss ich natürlich bemängeln. Ich habe Fehler gemacht, eingesehen, sehr wichtig. Ansonsten bin ich vollkommen zufrieden mit dem Game. Für mich war es erfolgreich. Dann bis gleich zu den Stats. So, da bin ich wieder. Oh, ich merke gerade, Teambilder habe ich nur 5. 3 Differenz. Ich glaube, Normal Games habe ich viel mehr. Ja, sehr schön. Ich bin wieder vorne. So will ich das sehen. Oh. Unser ADC hat auch nicht schlecht. Ich hatte niemals einen Double Kill oder sowas. Leal. Minion Slain. Oh. 300. Joa. Naja. Das waren die Stats. Haut rein. Eure Socke. Ciao, ciao.